Flugzeug ist ja das falsche, der falsche Name. Oh, das ist aber dunkel. Ist es real? Nee, sonst wäre ja der Rest noch bunt. Okay, bunt. Sieht merkwürdig aus. Es ist nur nicht, die Bäume stehen viel zu weit auseinander. Was ist das da? Der lebt noch, okay. Das ist ein Traum. Traumwelt. Wo nicht reale Sachen real sein können. Will sie dem Jungen helfen? Will sie mit ihm reden? Das wissen wir nicht. Commander Shepard, was wollen Sie? Einfach nur Hallo sagen. Sagen, dass alles okay ist. Jetzt wieder hinterher, oder? Ja, schade, dass wir nur, also es macht es irgendwie merkwürdig, dass wir nur diesen komischen Moonwalk, also diesen Langsamlauf anhaben, weil wobei es macht ihre Hilflosigkeit erst so richtig klar, dass sie ihm wirklich nicht helfen kann, weder vorher noch richtig im Traum. Und ihre Verzweiflung, dass sie eigentlich helfen will, aber nicht kann. Nimm ihre Hand. Jetzt verbrennt er. Und wieder diese Hilflosigkeit durch das langsam voranschreiten. Wieder auf der Normandie im Bett. Also war es wirklich nur ein Traum. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Das ist eine schwere Frage, weil wollen wir uns ihr öffnen oder Liara ist eine gute Freundin? Ich weiß es einfach nicht. Hier. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Was uns wirklich beschäftigt, denke, sonst hätte sie nicht von der Erde geträumt, wirklich das Volk auf der Erde und nicht in der Galaxie. Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Die Sie können nun mal Hilflosigkeit. unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Noch mehr Frauen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandie nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es Ja. waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandie sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Das finde ich auch. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt.
Gut, Edi. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edi ist eine KI. Volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Sehr informativ, sehr informativ. Ja. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Der Rat hat mich von Anfang an nur behindert. Ich bin fertig mit ihm. Und was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Definitiv das Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Ja, das. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Wo ist er eigentlich? Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. So. Abtrünniger und Vorbild. Boah, ja, Das ist nicht gerade viel, was wir da haben. Ja. Konfliktgebiete. Ah, das ist der Multiplayer. Okay. Weitere Infos, Beträge, bla 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 bla. Gut, dann müssen wir halt kurz bevor wir den Vergeltungsschlag machen, einfach mal ein bisschen viel Multiplayer spielen, um die Bereitschaft hochzubekommen. Hier ist nichts zu sehen, außer dem vorbeiströmenden Polarlichtern, sag ich mal. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich keine sind. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Darf ich weiter? Achso, ich darf weiter. Einsatzzentrale. Commander? Commander? Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie einfach. Sie sind nicht allein. Niemand ist schon alleine. Okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Passt schon. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Kein Problem. Sonst noch irgendwas? Erstmal Ihren Ursprung nachfragen, denke ich mal. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet?
Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Ja, ja. So, was macht sie denn im Labor? Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen. Und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Dann jetzt nochmal die Persönlichkeit. Wo kommen Sie ursprünglich her? Eine Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Und jetzt zu guter Letzt die Reaktion auf den Krieg. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Nicht alleine. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Sehr gut gesagt. Weitermachen, Spezialistin. Mal gucken, ob wir Nachrichten haben. Ach du scheiße, N7-Waffen. Ihre VA hat mir Anfrage bezüglich N7-Waffen geschickt. Ich war der Leiter, Techniker, bla bla bla. Idi hat mir Gesellschaft geleistet. Waffen befinden sich im Waffenspind. Thema mein Hund. Ich habe als Dienstleiterin am haptischen Interface der Normandy gearbeitet. Idi hat mir per E-Mail mitgeteilt, dass ich meinen Hundemeck an Bord vergessen habe. Ich bin inzwischen auf Terra Nova und will keinesfalls zumuten, gewaltige Umwege zu machen. Da bitte kümmern Sie sich einfach um ihn, er ist neugierig. Bla bla bla. Wir haben jetzt also einen Hund. Eilmeldung. Dieses Alarm für alle menschlichen Gebiete, Militärpersonal soll das Soll-System verlassen. Versuchen Sie nicht der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand. Es soll doch alles zur Erde gehen, hat er doch vorhin gesagt. Versuchen Sie. Ich verstehe es nicht. Allianzpersonal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, soll Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Bla bla bla. Nur. Ich bin wieder eingestellt. Spezialeinheiten. Die Mission werden der Allianz Türen öffnen. Also, wir werden Ihnen einfach helfen. Allianz Network News. Citadel, wo ist die quarianische Flotte? Neueste, bla bla bla, fieberhaften Tempo, die Systeme nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon seit Jahrhunderten von synthetischen Geth von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Okay. Willkommensgeschenk. Das Schiff, da das Schiff die Tänzerin nicht die dafür Soldaten, die mindestens 5 Jahre die N7-Kennzeichnung tragen, haben Anrecht auf Freizeit-Kapuzenjacke zur Erinnerung. Sie finden sie bei ihrer Freizeitkleidung. Prioritätsmission Eden Prime. Cerberus hat Eden Prime angegriffen, Kolonie besetzt, Allianzstreitkräfte verstreut, Kolonie befreien. Okay. Hört sich doch schon mal nach interessantem Zeug an. Warte, jetzt zuerst mal nach vorne zu Joker. Jo, wir rennen und wir rennen. Oder joggen und joggen und joggen und joggen. Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Sie haben die Bedrohung jahrelang verleugnet. Glauben Sie, dass Sie jetzt bereit sind? Ich hatte gehofft, die Vorbereitungen verliefen im Geheimen. Man hätte sie nicht informiert. Wegen Cerberus. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen. Wegen der alten Zeiten. Sehr gut gedacht, Joker. Warte, wir können da raus.
Oh, Luftschleuse. Okay, da wollen wir nicht raus, sonst werden wir noch rausgesogen. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf die anderen Decks. Ich will wieder nach oben, um mich so ein bisschen stylischer zu machen und so weiter. Aber ich denke, das wird schon gehen. Oder? Wo lang geht's hier? Nee, da geht's nicht mehr lang. Okay. Dann Kapitäns. Ja, hier. Wir werden jetzt erstmal das gesamte Schiff durchsuchen. So. E-Mail, Gruppenauswahl, Liara, Aussehen ändern. Das sieht am besten aus. Das erste da wirkt am ehesten so wie. So, dann gibt's hier noch dieses Terminal. Freizeitkleidung. Gibt's da noch. Wir haben doch einen Kapuzenpulli. Ja, das sieht sehr nach uns aus. Oh. Das macht sicher Eindruck bei den. Aber ich denke, so ein Kapuzenpulli ist doch angenehmer als Freizeitkleidung. Kein Helm. Ah. Nee. Brust in Seven haben wir nichts anderes. Haben wir nichts anderes? Haben wir nichts anderes? Haben wir nichts anderes? Material. So ein bisschen. Darf schon noch sein, aber nicht mehr so hell. So, Musterfarbe. Und N7 gehört grün, habe ich beschlossen. Oh, Musterfarbe. Und dann irgendwie sowas Edles wie braun. Und da unten kann noch sowas Ähnliches wie ein sehr dunkles Braun den Rest sehr zur Geltung bringen. Die Lichter hinten können wir mal was richtig gelb, würde ich sagen. Ja, speichern und zurück. So. Musikanlage voll chillig. So, privates Terminal brauchen wir nicht mehr. Okay, dann Crewdeck. So. Das ist irgendwie total ungewohnt jetzt schon, das jetzt zu benutzen. Oh, hallo. Sie wollen nicht mit uns reden? Sie auch nicht. Auch okay. Aber haben wir hier wenig Crew, echt? Also für so ein großes Schiff. Hier fehlt uns noch jemand. Der Hintergrund bewegt sich sogar, wenn man so an den Rand guckt vom Fenster. Dann sieht man, dass die Sterne so ganz leicht vorbeifliegen. So, Damentoilette, da dürfen wir sogar rein. Das hier sind drei Duschen, nicht voneinander abgetrennt, und zwei Sitzkabinen, die man noch nicht mal verschließen kann. Willst du mich verarschen? Das nenne ich mal Luxusstandards. Also da ist der Aufzug. In den drei Räumen war ich schon. Und jetzt hier. Was haben wir hier? Modell. Ich habe irgendwas aufgehoben. Destiny Ascension. Normandy. Ich finde es total irritierend, dass diese ganzen roten Zeichen in der Luft rumfliegen. Oh, Pokertisch. Nice. Backbordbeobachtung. Ach so, die Übersetzung auf Deutsch ist das immer. Ich bin blöd. So, Lebenserhaltung. Ach so, Lebenserhaltung. Und hier dürfen wir nicht rein, lustig. Die haben an alles gedacht. Echt an alles. Hallo, sie wollen sicher nicht mit mir reden, weil ich ja ihr Chef bin. SR2. Das können wir natürlich nicht übersetzen. Oh, Liaras Quartiere. Keine GTX, sondern XTX links. Alter, was hat die denn für Monitore an ihrem PC? Hallo? Grüß
Grüße, Commander Shepard. Grüße zurück? Was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tissoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Das ist sehr nett. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. So, erstmal gucken. Wissen Sie, ich hätte ja gehofft, dieser neue Rat wäre ein wenig hilfsbereiter als der letzte. Das Treffen verlief nicht unbedingt ideal. Ich bin schockiert. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie sie nun retten wollen. Wow, ihr Job als Informationsmaklerin hat sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt hier rechts. Aber auch okay. Jetzt reden wir erstmal mit ihr, aber ich finde es echt cool, dass die Bilder sie so ein bisschen verfolgen. Die Bildschirme. Liara, was ist das alles? Nachdem sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Sie haben die Informationen über das Proteaner-Lager auf dem Mars beschafft. Im Moment widme ich mich dem proteanischen Gerät. Wir müssen es verstehen, bevor wir es aktivieren. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte, es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Tut gut, sie wieder dabei zu haben. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tissoni hat ihnen Zugriff gewährt. Ja, das will ich mir jetzt nicht alles durchlesen irgendwie. Das ist mir doch ein bisschen informativ. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, Glyph, aber das werde ich... Ich werde jetzt erstmal gucken, ob Dr. Chakwas hier zurück ist. Dr. Chakwas. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Ja, komm. So eine Grunduntersuchung. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich Sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm Ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Ihr System betrachtet die Implantate immer noch als Fremdkörper. Es besteht kein Gesundheitsrisiko, aber Ihre Narben verheilen nicht. Ich rate zu weniger Stress. Zeigen Sie Mitgefühl. Ich gebe alles, was ich habe, Doc. Ich sage nur, etwas mehr Optimismus und etwas weniger Realismus könnten helfen, Commander. Aber das Problem ist ja nur kosmetisch. Kein Grund zur Sorge. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Sehr schön. Dann, wie sieht's hier aus? Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn Sie jeden Tag in Schießereien geraten. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut.
Und sie sind alle meine Kinder. Sehr schön. Ich habe viele enge Freunde, aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Das sehe ich auch so. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard.